Ja, willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge hier aus Minecraft. Wir sind hier stehen geblieben und ich bin schon wieder am Verhungern. Muss ich mal eben gucken. Ja, wir haben in der letzten Folge hier ein bisschen die Sachen hin und her geschleppt und der Rest wird natürlich heute auch noch dort hineingeschleppt. Aber vorerst habe ich eine kleine andere Sache mit euch vor. Und zwar habe ich vor geraumer Zeit dort drüben hier oben an diesem Felsvorsprung, Kohle gesehen, die wollte ich mir auch noch mal holen, denn Kohle geht langsam auch so ein bisschen aus und da wollte ich auch mal ein bisschen was holen hier. Dachte ich mir, wäre auch mal für zwischendurch ein guter Zeitvertreib hier. Oh, und da ist die Eisenspitzhacke, Axt schon kaputt. Ging ja jetzt relativ schnell. Ja gut, das Ganze geht sowieso alles ein bisschen schneller, weil ich ja auch hier mein gutes Rüstungsteil anhabe, womit ich schneller abbauen kann. Ist natürlich auch alles ein bisschen vorteilshafter. Ja, und dadurch geht natürlich auch die Axt dann etwas mehr schneller kaputt. Nimmt etwas mehr Schaden. Und ich höre irgendwo einen Zombie, ich weiß gar nicht, wo er ist. Okay, haben wir noch ein bisschen Kohle, wunderbar, weil wir haben so viele Öfen und da ist wirklich Kohlemangel. Die müssten wir noch mal ein bisschen füllen. Wäre schon nicht schlecht. Hier setzen wir auch noch mal eine Fackel hin, dass wir hier ein bisschen mehr sehen. Dann haben wir die wichtigen Ressourcen hier auch mitgenommen. Denn sonst bleiben die ja einfach nur hier stehen und das muss ja auch nicht sein. Okay, ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo was gibt. Doch, ich glaube, ganz oben war noch was. Gucken wir auch noch mal eben hoch, würde ich sagen. Der Weg nach oben ist steil und gefährlich. Genau, hier war auch noch was. Da vorne ist ein Skelett. Da muss ich aufpassen. Oh, und ein Zombie. Und ein Baby-Zombie, verdammt. Kriege ich den. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Mist. Ohne Schwert in der Hand wird das nichts. Gut, ich tauche mal kurz unter. So schnell werden wir wohl nicht ersaufen. Da sind auch noch zwei Zombies. Immer dann, wenn ich die nicht brauche. Verdammt, ich komme hier nicht mehr hoch. Hier. Okay. So lasse ich das nicht mitnehmen. Na super, jetzt ist er weg. Nimmt man mal das Schwert in der Hand, kommt man wieder, ist er weg. Na gut, dann nicht. Dann ebenso. Der Zombie. So etwas entfernt. Okay. Kohle haben wir. Hier noch mal ein bisschen wieder zubauen. Ach komm, Zombie. Nerv mich nicht jetzt. So. Habe ich diese Kohle hier schon mal ein bisschen was von geholt. Noch mal was essen. Ja, und ich habe mir überlegt, das Item wieder abzusetzen. Ich habe echt keinen Bock mehr drauf, ich möchte normal weiterspielen. Habe ich mir gedacht. Ist natürlich jetzt erstmal wieder eine Angewohnheit, dass man wieder langsamer läuft. Aber man kann ja so auch noch schnell laufen. Das ist ja gar kein Problem. Ja, gut. Wie sieht das Inventar aus? Es ist einigermaßen leer. Gucken wir mal hier rein. Hier ist nicht so viel drin. Nehmen wir das direkt mal mit. Einmal die Erztruhe umsiedeln. Ja, wie packen wir die hin? Werkzeuge und Rüstungsteile. Ich hätte natürlich jetzt schon gerne, können wir auch nicht zusammenstellen. Die, ach, das ist natürlich wieder Mist. Ich habe eigentlich was anderes vorgehabt, aber das wird nicht klappen. Dann werden wir hier noch Öfen nebenstellen, weil Öfen werden wir immer gebrauchen. Die können hier mit rein.
Dann werden wir hier eine Truhe für Erze machen, auf jeden Fall. Wo wir unsere ganzen Erze drin lagern werden. So. Erze. Ja, Erze müsste eigentlich reichen. Da kommt dann allen Kram rein. Erstmal vorläufig wird sowieso irgendwann viel, viel mehr sein, wo wir dann ein richtig großes Lager für anlegen müssen. Aber so ist es erstmal für mich hier ganz gut soweit. Ja, nehme ich die Eisenplatte wieder raus und werde die mal anlegen. Schön. Sieht doch gut aus. Ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, noch ein Schild auch noch sich anzulegen. Ich weiß es gar nicht. Könnte man vielleicht auch machen. Und ich weiß auch gar nicht, wie man ein Schild craftet. Kenne mich da mit dem Ganzen noch gar nicht so genau aus. Vielleicht klappt es mit Eisen. Ich weiß es nicht. Kannst du ja mal versuchen. Nee. Okay, das ist eine Tür. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Schade. War ein Versuch wert. So Viereck auch nicht. Soweit ich weiß. Ne, da kommt so eine komische Tür bei raus. Vielleicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man so craftet. Nö. Ach, ich weiß es nicht. Ich werde mal im Wiki gucken und dann können wir beim nächsten Mal vielleicht noch ein Schild anlegen. Ich werde mir das mal überlegen. Ja, wollen wir nochmal. Nee, wir werden erstmal hier einsortieren. Na, jetzt komme ich nicht mehr an die Kiste dran. Schwarzpulver. Zählt Schwarzpulver unter Erze? Ich weiß es gar nicht. Können wir das mal mit reintun? Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo ich es mit reintun sollte. Dann brauchen wir noch eine Kiste für. Ja, so geht es. Für Nahrung. Nahrung. Da kommt dann hier also ein Kram rein wie das hier. Verrottetes Fleisch können wir da auch drin lagern. Ist zwar keine Nahrung, aber kann man als Nahrung nutzen. Pilze zum Beispiel ist auch ein Nahrungsmittel, wo wir Pilzsuppe raus machen können. Aber es ist jetzt generell, sage ich mal, keine Nahrung unbedingt. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Es gehört zu der Kategorie dazu. Ja, gut. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch eine Workbench. Da würde ich gerne welche von lassen. Dann müsste ich mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch Steine. Hatten wir da denn welche? Ja, wir hatten noch jede Menge. Das ist gut. Die nehmen wir jetzt sowieso erstmal alle raus. Ja, ganz schnell hier. Und die anderen Steine. Ziegelsteine, die werde ich dann natürlich. Ja gut, wird schon voll. Ah, das ist natürlich jetzt schlecht. Der weiße Teppich. Zieht es mir doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Können wir hier ein bisschen Teppich verlegen. Im Durchgangsküchenflur oder wie man es auch immer nennen könnte. Was haben wir denn da? Sieht ja bald aus wie Schnee. 6. Ja, das passt doch genau. Wunderbar. Haben wir hier so einen schönen Teppich drin liegen. Aber das kann so bleiben. So, jetzt brauche ich nämlich erstmal die gute Truhe. Oder auch nicht. Na gut, ich hole sie mir trotzdem. Das jetzt abbaue. Na, das wird wohl nichts. Alles klar, wir lassen das mal kurz so. Mein Plan geht leider wieder nicht auf. So wie ich das möchte. Und dann werden wir das Ganze mal so hier gestalten. Dann kommt es jetzt weg. Und das einmal so. Und dann werden wir hier eine Doppeltruhe hinstellen für die Blöcke. Kann ich jetzt hier schon mal ein paar Sachen reinpacken. Die ganzen Schwarzholzsachen hier. Ganze vielleicht auch so ein klein wenig geordnet,
Muss nicht so geordnet sein, aber so ein bisschen wäre schon nicht schlecht, dass man so ein klein bisschen Überblick hat. Aber so ist gut. So, dann nehmen wir den Rest wieder mit hier. Noch nicht ganz voll. Die noch. Und wie viel Platz haben wir noch? Haben noch genug Platz. Schön. Kriegen wir alles mit. Diese Truhe hier. Ich hatte hier doch eben diese halben Steine, die hätte ich aber hier komplett vorbauen können. Schade. Wo sind die denn wieder abgeblieben? Gute Frage, nächste Frage. Und dann werden wir hier noch jede Menge Erde mit die Blöcke noch mit rein. Was können wir hier noch mit reinpacken? Den 64er Stick hier, so. Nee, lieber doch außen, da sind sie übersichtlicher. Ach, da kommt jetzt sowieso noch, da kommt ja sowieso noch eine Truhe dran. Und dann ist das Ganze ja schon wieder durcheinander. Nur gut, nicht ganz. Aber es geht. Und das hier mit hin, die Halbblöcke wollte ich nicht. Ich wollte diese Steinhalbblöcke, hier sind sie verschwunden, genau. Dann können die Treppen hier mit hin, dann können hier die exotischen Sachen mal hier unten weiter mit hin. Auch ein bisschen anfängliche Sachen, die können hier mit hin. Andasit, Andasit, graue Wolle, Erde, die Blöcke brauchen wir noch. Das brauchen wir momentan auch nicht. Schild können wir noch mal gebrauchen jetzt. Da werden wir nämlich hier noch mal die Blöcke kennzeichnen. Alles klar, wunderbar. Das ist schon mal so gut. Dann könnte ich eigentlich hier mal schnell zubauen. Wäre auch eine Idee. Dann hätten wir das auch. Obwohl, ich muss noch eine kleine Nische lassen. Sonst komme ich da nicht mehr rein. Ich will die letzte Truhe auch noch holen. Ja. Da lassen wir hier eine kleine Nische. So, da kommen wir noch rein. Da können wir es gleich noch zubauen. Was war hier alles drin? Hier auch nochmal jede Menge. Eieiei. So, der Andasit ist ja so ein Block, den ich überhaupt nicht gerne mag. Kommt gleich mal weg. Schön. Da konnten wir jetzt alles in einen mitnehmen. Das ist wunderbar. Dann brauche ich hier nochmal von denen. Und die hier, die kommen hier nach außen rum. Ach Mist. Bin schon verbaut. Man sollte doch nicht so schnell bauen. Aber das Loch wird dann auch bald gestopft. Vielleicht sogar schon in der nächsten Runde Aufnahme. Mal gucken. Da werde ich dann mal sehen, wie ich das mache. Auf jeden Fall wird es noch gestopft. Wie gesagt, ich werde hier wahrscheinlich so eine Rundung drauf bauen, dass es so aussieht, als wenn es hier in eine Höhle reingeht. Eigentlich eine ganz gute Idee. So, jetzt haben wir die Mauer hier auch zu. Endlich mal. Wollte ich ja schon vor 3 Folgen machen, aber irgendwie hat es sich noch nicht so ganz gepasst. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Zombies hier hochkommen. Obwohl, so schnell werden wohl keine Zombies kommen. Ja, sind wir hier schon mal safe in diesem Raum. Und natürlich wird hier auch noch mal abgebaut, denn hier geht es nämlich dann hinauf in die 2. Etage, aber dazu komme ich, denke ich mal, auch erst in der nächsten Folge. Heute nicht mehr, das wird sonst zu viel. Dann muss ich da mal gucken, wie ich das hier mache mit der Treppe. Schon noch einen weglassen. Dann sind wir direkt hier auf dem. Nee, das gefällt mir noch nicht so ganz. Provisorisch lassen wir es erstmal so, aber das wird deswegen noch ein bisschen weiter nach vorne gebaut, dass wir nicht direkt an dem Rande rauskommen. Sonst da habe ich dann Probleme mit der Mauer dann. Joa, da geht es im Keller runter. Dann, was können wir hier noch? Ja, wir können jetzt nochmal die andere Truhe hier wieder mit hinsetzen. Und die Blöcke auch erstmal wieder hier rein tun.
Dann gucken wir dann, was wir noch brauchen beim nächsten Mal. Das kann man sich ja dann wieder alles raussuchen. Weiße Wolle, Erde, das ist Erde, okay, das ist weiße Wolle, graue Wolle. Noch irgendetwas? Ne, die wollte ich ja hier drin lassen, genau. Okay. Dann setzen wir, können wir keine nebensetzen, setzen wir die hier drüber. Und Zauber, Bücher und sonstigen Kram. Dann kann man das mal stehen lassen. Na, dann kann das hier alles halt ein bisschen geordnet schon. Jetzt kommt man hier wieder durcheinander. Eisenläufer oder Eisläufer. Das ist auch noch Buch und Feder. Das war das andere war Regelbuch. Das war glaube ich das Errungenschaftsbuch. Da muss ich dann auch irgendwann noch mal reingucken. Okay, hier die ganzen Sachen. Die können wir eigentlich beim nächsten Mal mal irgendwo hinsetzen. Wenn wir irgendwo mal jede Menge Wald anbauen. Werde ich mal gucken, wo wir das machen können. Das kommt mit der Nahrung. Knochenmehl, Knochen kommen hier mit rein erstmal. Türen, hey, hey, hey. Und das sind auch noch sonstige Sachen. Der Kürbiskuchen, alles klar, der Kürbiskuchen kommt mit bei Nahrung mit rein. Ganz klar, wenn wir den brauchen, holen wir nach uns. Ja, das wäre es erstmal. Gut. Die Setzlinge werden beim nächsten Mal verbaut und dann gucken wir mal hier weiter, was wir machen können, nach unten oder nach oben. Werde ich dann mal schauen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wäre es das erst einmal wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ja, und ansonsten macht es erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.